Ich liebe es, von den Händlern angestarrt zu werden, als würde ich jeden Moment etwas stehlen. Ihr habt meinen Brief erhalten. Ihr wart eine Weile fort. Ich dachte, ihr hättet alles unter Kontrolle. Ich sagte, ich würde mich darum kümmern und das habe ich getan. Nach einem Jahr voller Überfälle auf unsere Lieferungen habe ich endlich einen der Schuldigen dingfest gemacht. Einer unserer Arbeiter, Sabine, hat Informationen weitergegeben. Kennt ihr ihn? Er behauptet, aus eurer Heimatstadt in Ferelden zu stammen. Ich möchte, dass ihr aus diesem Eiterfurunkel herauswringt, wer hinter den Diebstählen steckt. Wenn ihr bereit seid, bringe ich Sabine zu euch. Wer ist dieser Kerl? Ich dachte schon, dass ihr nicht jeden Abfallhaufen aus eurer Vergangenheit kennt. Ich erinnere mich nicht an Sabine. Er muss von den äußeren Höfen kommen. Nun, er hat vor seinen Kameraden damit geprahlt, dass er mit euch zusammen in Lothering aufgewachsen ist. Ich muss mich erst noch um andere Dinge kümmern. Kommt bald zurück. Die Angelegenheit ist überaus dringend. Seid ebenfalls gegrüßt, Gardist. Könntet ihr vielleicht eine Spende für die Bedürftigen erübrigen? Hier ist es. Durch diesen Tunnel kommen wir in die Galgenburg. Mit ein wenig Glück werden sie uns einfach nur für Diebe und nicht für Verschwörer halten. Seid ihr bereit, mir bei der Suche nach Beweisen für die Besänftigungslösung zu helfen? Gehen wir. Ich selbst habe 5 Magier durch diese Tunnel in die Freiheit geführt. Sie sind auf dem Weg durch die Abwässer niedergekniet, um den Boden zu küssen. Seid vorsichtig! Wir sind aufgeflogen! Von Lyrium-Schmugglern gebaut, um die Templer zu versorgen, die süchtig danach sind. Wenn wir Beweise für Sir Ulrichs Plan finden, werde ich sie unverzüglich der obersten Klerikerin vorlegen. Dann wird sie sich nicht mehr auf ihre Neutralität berufen können. Yeah!
Uns erwartet ein Kampf. Macht euch bereit. Vorstellen, wie es sein muss, seine Familie zu verlieren. Und nichts, was ich sagen könnte, würde eurem Verlust gerecht. Es tut mir leid. Nein, bitte. Ich habe nichts Unrechtes getan. Das ist eine Lüge. Und was machen wir mit Magiern, die Lügen erzählen? Ich wollte einfach nur meine Mutter besuchen. Niemand hat ihr jemals erzählt, wohin ich gebracht wurde. Nein, nein, das hier ist ihr Gebiet. Wir können nicht... Ihr gebt also zu, dass ihr versucht habt, zu fliehen? Wisst ihr denn nicht, was mit kleinen Magiermädchen geschieht, die aus der Reihe tanzen? Nein, bitte! Macht mich nicht zu einer Besänftigten! Ich tue alles, was ihr wollt! Genau so ist es. Sobald ihr eine Besänftigte seid, werdet ihr alles tun, was ich will. Nehmt eure Finger von ihr! Ihr Teufel werdet nie wieder einen Magier anrühren! Sterben. Ich werde jeden einzelnen Templer für diese Misshandlung zur Rechenschaft ziehen. Wir werden sie alle töten. Ich verspreche es euch. Sie alle werden im Feuer der Gerechtigkeit brennen. Weg von mir, Dämon! Ich bin kein Dämon. Seid ihr eine von ihnen, da ihr es wagt, mich so zu nennen? Das Mädchen ist eine Magierin, Anders. Wir haben sie davor gerettet, zu einer Besänftigten gemacht zu werden. Sie gehört Ihnen. Ich kann Ihren Einfluss auf sie spüren. Sie ist der Grund für euren Kampf, Anders. Wendet euch jetzt nicht gegen sie. Bitte, Monsieur. Beim Erbauer, nein. Ich hätte beinahe... Wenn ihr nicht gewesen wärt, ich muss hier raus. Mir das Leben gerettet, Messer. Aber was war das für ein Ding? Er ist kein Dämon, nur ein äußerst aufgewühlter Mann. Kann ich jetzt nach Hause gehen? Geht zu euren Eltern, aber bleibt auf keinen Fall bei ihnen. Ihr müsst Kirkwall verlassen.
Ich weiß. Es gibt in dieser Stadt keinen Ort, an dem ich Sir Ulrichs Männer nicht finden würden. Hab Dank, Messer. Andraste persönlich muss euch in diesen Raum geführt haben.